Maya und Nico. Beide 9 Jahre behaupten. Wir erkennen mehr Figuren aus klassischen Tänzen als Joachim Lambi und Mozzi Mabuse. Maya und Nico und ihre Gegner bekommen abwechselnd Figuren aus klassischen Tänzen vorgetanzt, die sie in kompletter Dunkelheit nur an leuchtenden Schuhsohlen erkennen müssen. Die Figur und der entsprechende Tanz müssen korrekt benannt werden. Wer mehr richtig erkennt, gewinnt das Duell. Klein gegen groß, auf los geht's, los! Und die erste Figur für Maya und Nico. So, Achtung und... Können nichts sehen, außer den leuchtenden Schuhen. Ja. Also, der das Schritt heißt Sweetheart und der Schritt kommt aus dem Tanz Cha-Cha-Cha. Ja, das ist... Hätte ich auch gedacht. Hätte ich auch gedacht. Und wir wollen das natürlich auch sehen. Achtung. Wunderbar. Hast du einen Lieblingstanz, Mozzi? Rumba. Okay. Ich mag sehr gerne die Rumba. Okay. Also Doble. Erste Aufgabe für Mozzi und Joachim, auch für euch. Das Licht senkt sich und das Spiel beginnt. Das ist aus dem Tanz Paso Doble. Und das ist? Twist Turn. Twist Turn, Paso Doble. Und das stimmt, der erste Punkt für euch. Meister ihres Fachs, die beiden, Jenny und Jonathan. Es steht 1:1. Die nächste Aufgabe für Maya und Nico. Wisst ihr es? Ja. Gott. Also ich sage es gerne noch mal dazu, meine Damen und Herren. Aus dieser Position, wo die beiden Teams hier stehen, absolut nichts zu sehen. Außer den Füßen. Und das war? Das ist der Schritt wie from Permanent Position. Aus dem Tanz langsamer Walzer. Und das ist richtig, euer zweiter Punkt. Schön anzusehen. Anmut und Grazie. So, alles richtig gemacht bisher. Mozzi und Joachim, eure nächste Aufgabe. Ich weiß nicht, wie tanzerfahren Sie zu Hause sind, meine Damen und Herren. Aber es ist ein lustiger Name jedenfalls, ja, der jetzt kommt. Das ist Chicken Walks from Jive. Also Hühnchenschrittchen. Ja, seid ihr euch einig? Ja, klar. In der Antwort. Yes. Ja? Und diese Einigkeit beschert euch Punkt Nummer 2. Ja? Es steht 2:2. Und keine große Pause für unsere Tänzer, denn hier kommt bereits die dritte Aufgabe
für Maya und Nico. Der Schritt heißt Sliding Doors aus dem Tanz Rumba. Jetzt war die Mozzi ein bisschen neidisch aus ihrem Lieblingstanz. 3-2 für Maya und Nico. Beide Teams gleich auf. Aber der Druck wird größer, denn ihr müsst nachziehen. Die beiden haben wieder vorgelegt. Ja. Hier ist eure nächste Aufgabe. Das war sehr schnell. Und also es ist eine sehr schnelle und kurze Figur. Ja. Tanz ist Quickstep, Figur heißt Fischstell. Ja, ihr weiß, er ärgert euch. Ich kann nichts dafür. Es tut mir sehr leid. Aber der Herr Lambi, der möchte auch immer gewinnen. Ne? Auf 3x3 Meter Quickstep zu tanzen. Aber trotzdem sehr gut ausgeführt. Ja, sie machen das toll. Wirklich. Also ich glaube, wir laufen hier ganz gerade auf ein Stechen zu. Ja, Maya und Nico, für beide Teams hier noch eine Aufgabe. Und hier kommt eure letzte Aufgabe, eure vierte. Der Hovercross aus dem Tanzlauf. Da ihr applaudiert, muss ich nichts dazu sagen. Maya und Nico führen 4-3. Der Slowfox. Letzte Aufgabe für euch. Ja, yes. Wir sind gespannt. Oh, shit. Das ist Chess. Ja? Okay. Ich sehe zum ersten Mal nicht sofort ein siegessicheres Lächeln. Ja. Das ist Tango? Ja. Die Figur heißt Chase. The Chase. Sicher? Yes. Ja. Ja? Sonst würde ich nicht sagen. Okay. Und das ist? Wir sprechen es, glaube ich, anders aus. De Chassé. Ja. Okay. Aber es ist englisch ausgesprochen und trotzdem richtig. 4-4.
Damit haben wir ein Stechen, das die Entscheidung bringt. So, zur Erklärung für beide Teams. Stechen bedeutet, wir sehen eine Aufgabe. Das Team, das glaubt, es richtig erkannt zu haben, hebt ganz schnell den Arm. Wer schneller den Arm gehoben hat, darf als Erster antworten. Antwortet ihr richtig, habt ihr gewonnen. Antwortet ihr falsch, dürfen die anderen antworten. Ist das dann richtig? Ja. Yes. Okay. Ja, alles klar. Das Stechen. Oh, da war die Maya ein ganz kleines bisschen schneller. Okay. Obwohl Mozzi auch sehr schnell war. Jetzt müsst ihr es nur noch richtig beantworten. Zeitlupe sehen, Zeitlupe. Das ist Fencing with Button aus dem Tanz Rumba. Und damit sind Maya und Nico die Sieger. Gut gemacht.